Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von Transportfieber 2 mit der Region Düsseldorf. Wir haben beim letzten Mal ja die Autobahn gebaut zwischen Düsseldorf und Ratingen und wollen die jetzt mit Solingen weiter verbinden, weil da auch schon einiges an Verkehr wollte ich eigentlich sagen, stattfindet. Also gehen wir wieder rein. Wir hatten zuletzt diese Autobahnbrücke gebaut und die muss jetzt fortgeführt werden. Ich überlegte gerade nur, ob das eine große bleiben soll, weil die müssen ja sowieso nachher hier wieder rüber. Was sollen wir hier eigentlich jetzt runtergehen? Das ist so eigentlich sinnlos. Ne? Wir machen das mal. Habe ich das noch so eingestellt? Ja, Autobahn, zack, boom, bang. Und grundsätzlich, ne, möchte ich aber hier oben bleiben. Hast du das auch? Geht das wieder hier mit? Das geht hier mit. Wir können ruhig noch einen höher. Weil du musst ja auch hier drüber. Warum macht er das da nicht? Jetzt aber. So, wo ist denn die... Da hinten ist das. Wir dürfen also so ein bisschen schräg werden. Wir sind ja schon schräg, sehe ich gerade. Aber darf noch schräger sein. So. So ungefähr. Jetzt ist aber der Pfeiler da nicht so richtig. Aber wir können ja auch noch ein Stückchen zurück. So passt es auch. Weil wir müssen ja irgendwann auch wieder runter... Können wir nämlich so noch machen. So würde ich es jetzt erstmal durchziehen. Dann machen wir jetzt mal die Strecke fertig. Wo kommst du her? Da kommst du her. So, jetzt müssen wir nämlich hier und dann straight ahead runter. Wo bist du? Da bist du. So, das sieht doch schon mal gut aus. Ich muss immer mal gucken, wo du bist. Da. Jetzt darf es nicht mehr ganz so schräg. Ich würde einfach mal sagen, hier. Und dann sind wir jetzt mittlerweile auf Nullpunkt. Na, wir können ja auch so ein bisschen hier rüber, weil wir können jetzt eigentlich schon andocken. Ui, da will er aber hier so ein Brückchen haben, weil ich vielleicht zu hoch bin. Das würde nämlich ein teures Brückchen werden. Aber wir sind dann hier hinten am Ende ziemlich tief. Das könnte dann zu einem Problem führen. Na komm, wir bauen jetzt das Stückchen mal und machen das Stück mal separat. Da darf er ja auch nochmal aufmachen, da brauchen wir gar nicht. Alles gut. So, Spur Richtung Düsseldorf geklärt. Will eigentlich auch gerade sein, weil letztendlich geht es ja jetzt um eine gerade Strecke daneben. Hier haben wir so einen kleinen Hubbel jetzt gebaut. Na, so ein bisschen huckelig wird sich nicht verhindern lassen, aber Guy ist gerade ziemlich aktiv, wie ihr hört. Ich weiß gar nicht, was es da zu meckern gibt, Fräuleinchen. So, einmal Machtwort sprechen. Ist auch noch kurz was. So, jetzt gehen wir jetzt hier wieder hoch. Eigentlich müssen wir das gleiche hier machen, also wie wir das auch jetzt gelernt haben. War das die Höhe? Das war sie grundsätzlich, nämlich die Geschichte. So würde es mir gefallen. Ja. Und jetzt ja eigentlich nur noch von hier nach da. Nur noch ist gut. Na, Miko. Wenn wir jetzt hier unten bleiben, so, können wir doch jetzt hier anpassen. Ja, perfekt. Fast perfekt. Aber ich nehme das so auf. Das ist schon okay.
Wenn wir jetzt in der Fahrspur wieder ein bisschen höher sind, weiß ich auch nicht, aber... So, das ist parallel. Oh, nicht ganz parallel. Nee, das muss noch mal ein Stückchen weg. So ist es auch nicht schön. Jetzt können wir die und die schon... Ja, das passt doch. Sehr schön. Riesenautobahnbrücke, nicht ganz wellenfrei, aber... Lüdenscheid wird sich freuen, wenn wir wenigstens eine hätten. Ja, aber die geht, ne? Die geht. Das ist okay. So, jetzt haben wir das verbunden. Das ist eigentlich schon perfekt. Jetzt brauchen wir rein theoretisch wiederum nur noch die Verbindung abkappen oder nutzen die automatisch. Wir können ja mal laufen lassen und gucken, was der Verkehr so macht. Daraus. Ah, schon knapp geworden, ne? Oh, kommt vor allem hier mit den Stromleitungen, das ist knapp. Naja. So. Jetzt könnt ihr ja auch quasi von Ratingen bis nach Düsseldorf durchdüsen, ne? Nach Solingen meine ich. Und wenn wir jetzt mal auf Solingen gehen, dann müsst ihr jetzt hier nicht, nämlich nach und nach hier die Verbindungen besser werden. 1,6, 1,7, ne, und so weiter. Und dadurch wird natürlich das auch besser, weil die das jetzt besser erreichen können. 9 und so weiter. Vielleicht jetzt nicht ganz so stramm, weil wir haben ja 10. Weil wir Solingen ja auch grundsätzlich noch gar nicht angeschlossen haben. Das muss man ja auch dazu sagen. Guck mal, da fährt der Erste. Wir können ja mal gucken. Der will ins Industriegebiet. In welches Industriegebiet? Nach Ratingen. Und der fährt jetzt die ganze Geschichte über diese schöne neue A46. Wo ist er denn hin? Da. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal nice. Heißt aber ja eigentlich, dass der Verkehr hier vorne, wo ist er, entlastet werden sollte. Der hier. Können wir natürlich jetzt auch was dran tun, indem wir denen sagen, du kannst jetzt hier nicht weiterfahren. Wir könnten diese Verbindung kappen, die wir auch gar nicht brauchen. Dann wird das nämlich hier besser. Das machen wir jetzt mal. Autobahn, die könnt ihr nutzen. Das andere. So. Die jetzt hier weiterfahren, kommen sie nur dahin, alles gut. So, und da wären es doch schon wieder ein paar Autos. Bis heute ein Quergleis, keine Maus. Ja, ja, ja. So, wenn wir jetzt da noch die Straße weitermachen. Jetzt ist dieser Emmelsbüll, Hospel, also das Neue, würde sich jetzt auch schließen. Ach doch, mach doch. So, wollte ich noch vervollständigen. Denn wir müssen jetzt als nächstes gucken, was hier so Verkehr herrscht. Aber die wollen jetzt alle, die kommen jetzt alle von der Dingsbahn und wollen alle, glaube ich, zur Autobahn. Naja, einige zumindest. Wir nutzen diese jetzt. 1,610 war das vorhin, 1,578 oder war das echt? Ist das weniger geworden? Warum wird es denn gerade weniger? Ach, durch die Straße, die ich weggemacht habe, ne? Aber ihr könnt den Weg ja, ihr habt den Weg doch gefunden. Na, lass ich das mal einpendeln, das ist jetzt nicht so entscheidend. Das wird schon richtig sein. Müssen wir natürlich trotzdem beobachten, wäre natürlich schön. Und da wollte ich gerade sagen, es kommen auch ein paar von der einen in die andere Richtung. Tun sie auch? Ne, die fahren ja jetzt, aber hier, von Düsseldorf rauf nach Solingen. Und der hier kam ja auch von Ratingen. Der kam ja auch von geradeaus. So. Was wäre denn jetzt, wenn wir jetzt den Bahnhof daran setzen würden? Beziehungsweise wo müsste der denn dann hin? Ursprünglich wollten wir ja Solingen, Remscheid, Gummersbach, Lüdenscheid. Da ist übrigens Lüdenscheid. Da müssen wir eine schöne Autobahnbrücke hinbauen. Mach mich darüber übrigens nicht überlustig. Ich finde das wirklich ein Hammer. Ich letztens gehört habe, dass noch nicht mal die alte abgerissen ist. Ich verstehe das alles immer nicht. Menschen unbürokratisch schnell helfen. Hochwasser ist das nächste Thema. Viele haben jetzt noch kein Geld. Ist alles nicht so einfach, das verstehe ich auch, aber
vor der Kamera sagen, wir helfen unbürokratisch. Das geht einfach. So. Wir suchen immer noch nach einem Bahnhof. Machen wir eben Päuschen. Weil ich gerade nochmal mir klar werden muss, wo ich streckentechnisch mit diesem RE jetzt hin möchte. Also der RE soll ja mal durchfahren. Und eigentlich soll der wirklich, nicht eigentlich, der soll durch Leverkusen-Köln noch mit betreuen. Das heißt, Solingen wäre erstmal eine eigene Strecke, die wir wirklich hierher machen können. Also Lüdenscheid, Gummersbach, rein theoretisch auch noch Velbert. Aber nee, ich hatte ja gesagt, Velbert, Mettmann, Wuppertal, Düsseldorf. Und hier können wir Lüdenscheid, Gummersbach, Remscheid, Solingen, Düsseldorf machen. So, das wäre die Strecke. Das würde ich dann immer als S-Bahn laufen lassen. Jetzt haben wir ja schon S-Bahn. Ja, bedeutet also, dass der Bahnhof ja letztendlich auch von hier irgendwo herkommt und hier irgendwo hingeht. Wäre also besser, und hier, wo eigentlich jetzt das Wohngebiet ist, macht das auch gar nicht so viel Sinn, einen Bahnhof zu bauen. Da können wir uns dann höchstens mit einem Busbahnhof behelfen und dass wir wirklich einen Bahnhof hier außerhalb hin machen. Also hier ist ja zum Beispiel schon so eine Straße, an der wir dann zum Beispiel andocken können. Autosave. So. Nur für die Entwicklung. So, wo führt denn die Straße hin? Die führt hier hin, die müssen aber nicht nötig sein. Die könnten wir, wenn wir es dann mal bräuchten, könnten wir die anders führen. Aber aktuell haben wir da ja sogar eine Zuggeschichte. Eigentlich müssen hier auch irgendwie Mitarbeiter hinkommen. Also das möchte ich gleich nicht vergessen, dass wir da trotzdem uns einen Weg suchen. Aber hier brauchen wir erstmal Platz für einen Bahnhof. Also wir können, ach, wobei, wir können ja das da rüber machen. Da wird jetzt keiner hinfahren, ne? Aber also es ist ja jetzt nicht so, dass hier steht, dass hier so und so viele Leute arbeiten. Aber trotzdem, lass uns das mal eben machen. Das kriegen wir ja relativ fix hin mit einer Landstraße. Wenn wir direkt eine mittlere nehmen. Und dann docken wir die einfach hier mit an. Und dann haben wir das doch. Dann ist die Verbindung, könnte man rein theoretisch über diese Strecke hier zu dieser Werkzeugfabrik kommen. So, das ist doch erstmal schön. Ich würde auch gerne mal übrigens eben hier eine Strecke zwischen machen, auch für die Entwicklung. Passt nämlich sehr gut mit dem Kreisverkehr. Wobei sich hier wahrscheinlich nicht viel bewegen wird, aber hier vielleicht. So, ja, das Ding, komm, wo wir schon mal dabei sind. Das macht ja Sinn, dass das Ding auch zu Ende ist. Kommen die zwei Gebäude weg, aber es kommt Neues. Direkt mal auf große Straßen aufbauen. Dann passt das. So, jetzt hätten wir diese Streckchen hier für einen Bahnhof frei, der dann im Prinzip hier weiter wegfahren könnte. Oder aber sogar die Strecke mitnutzen kann, wo wir ja sowieso schon nach Düsseldorf mitkommen. Aber das darf natürlich nachher nicht übervölkert werden, ist auch klar. Aber dann würden wir natürlich uns hier verringern, hier nochmal eine Kreuzung zu bauen. Gibt es eigentlich, habe ich sowas, Werkzeuge, das sind die, was ist das? Das war der Wechsel, genau. Das sind die Wegpunkte, Signale, Gebäude, Gleise. Es gibt jetzt hier kein eigenes, habe ich glaube ich schon mal gefragt und auch nachgeguckt, ne? Eine Kreuzung für irgendwas. Aber wir können ja die Strecke nutzen. Das ist ja jetzt nicht das Ding hier, die hier. Wir können hier runter, können hier drauf. Ich bin mit den Kreuzungen noch nicht so verwandt, aber ich mache das jetzt. Also wir werden jetzt hier einfach einen Bahnhof hinsetzen. Das heißt einfach, wir werden hier einen Bahnhof hinsetzen, der auch viergleisig ist, das finde ich schon mal auf jeden Fall gut, und 240 Meter fast. Mal eben hier mit einer Hand, weil die zwei haben sich hier auf meiner linken Hand bequem gemacht. Ja, von euch spreche ich. So, wir gehen mal hier rüber. Zack.
Dann nehmen wir das Hochgeschwindigkeitsgleis und fahren hier erstmal straight her. Achso, der geht jetzt nach unten. Das soll er nämlich nicht. Da hinten geht er zwar nach oben, aber ist halt ein bisschen hügelig, die Strecke. Aber da ist schon richtig. So, das kannst du jetzt mal bauen. Und jetzt müssen wir hier schon mal direkt schauen, dass wir hier eine vernünftige Übergangslösung kriegen. Da haben wir halt nicht so ein vorgefertigtes Kreuz, das meinte ich vorhin. Wir können natürlich hier die Krümmung zum Beispiel, das wäre jetzt machbar. Das ist aber noch ja die einfache Sache. Wenn der von da nach da ist. Schwieriger wird das, wenn der jetzt hier raus muss. Und das muss der ja letztendlich auch hier. Geht ja nicht anders. So, kleinste Geschichte. Und dann würdest du hier wieder rausfahren, ne? Dann könntest du hier ran. Ja, das sieht jetzt nie schön aus, aber von der Krümmung her wird man es wahrscheinlich doch nicht anders hinkriegen, ne? So, da müssen wir natürlich direkt mit den Signalen aufpassen. Du, der von hier kommt, muss aufpassen. Du musst aufpassen, wenn du hier reinfährst. Hier ist eventuell auch aufpassen angesagt. Genau. Das ist aber schon alles. Und hier darfst du wieder Stoff geben. Dann ist das quasi schon alles. Macht die Züge, die abbiegen, natürlich langsamer. Aber gut, das kann man so oder so nicht verhindern, finde ich. Gleise. Und jetzt können wir eben parallel. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Lassen wir erstmal. Das machen wir erstmal noch manuell so. Können wir hier andocken, aber grundsätzlich soll der ja wieder auf Gleis 1 einfahren. Oder welches das da ist. So. Dann ist nämlich hier. Aufpassen, wenn da jemand rauskäme. Hier wieder freie Fahrt. Ja, das würde passen. So, jetzt können wir aber die freie Fahrt nochmal wegmachen, weil da können wir ja wieder mit dem Ding arbeiten. Fällt mir gerade ein. Autosig. 400 Meter. So, wenn er nämlich jetzt hier rausfahren darf, dann sollte der jetzt hier die Geschichten gesetzt haben. Ja, sehr schön. Und dann können wir dem auch hier parallel setzen, auch mit Autosig. Dann stehen die nämlich so gut wie gleich. Ist ja ein kleines Stückchen, insofern passt das schon. Aber dann würde ich das Autosig einmal hier raus machen und hier auch nochmal den Weg wieder freigeben. Früher freigeben. So, dann ist das Stückchen nach Solingen klar. Der würde jetzt hier diese Strecke nutzen. Hier ist übrigens immer noch, ich weiß nicht, also das hat er ja gemacht. Ob ich da irgendwie mit Erde aufschütten oder so soll, ich weiß es nicht. Das ist ja unrealistisch. Die fahren ja trotzdem. Also irgendwie ist das so ein kleiner Bug. Ich mache ganz viel Zeit und Lust, da mache ich das. Sonst ist das jetzt halt ein Schönheitsfehler. So, und jetzt würden die nämlich hier geradeaus durchfahren und können jetzt hier nach Düsseldorf einfahren. Also insgesamt ist für alles gesorgt. Ja, dann gucken wir uns das doch mal an. Wir machen eine neue Linie von Solingen. Achso, da. Solingen Zentrum, das nennen wir noch um, benennen wir noch um, nach Düsseldorf Hauptbahnhof. Grundsätzlich nimmt er beide Strecken. Ja, sieht gut aus. Und das ist dann der, nennen wir mal die S1. Jetzt fangen wir mit S-Bahn an, weil wir haben S-Bahn, S1, Solingen, Düsseldorf. Und das wird natürlich dann nachher irgendwann Remscheid, irgendwann letztendlich Lüdenscheid, glaube ich. So, die S1. Jetzt müssen wir nur hier vorne, fiel mir gerade noch auf. Der Bahnhof hat ja jetzt hier keinen. Also hier sind ja schon Gleise drauf. Was haben wir denn hier an Terminals? Auf 3, auf 1. Ah, der würde jetzt auf 3 fahren. Hatte ich den schon gebaut? Stimmt. Achso, ja, ja, jetzt erinnere ich mich.
Die S1. Achso, der, doch, der würde auf 3 fahren. Wo kommt denn jetzt die 3 her, bitteschön? Jetzt bin ich gerade verwirrt. Was ist auf der 3? Da ist die RE2. So, das sucht dich. Die RE2 kommt aus Neuss. Ach ja, das war der, deshalb ist das Gleis ja überhaupt da. Das ist richtig. Aber wir können ja hier jetzt dann auch noch sagen, nutzt dann Gleis oder fahr auf Gleis 4. Ja, ja, genau, das wäre das Einfachste. Dann muss er nur hier wieder rüber können. Ah, da kommt wieder so eine komische Kreuzung. Ich weiß nicht, ob ich dafür erst die Gleise, die Signale wegmachen muss. Ich befürchte mal ja. Hatte ich letzte Mal schon Probleme, wenn ihr euch erinnert. War schon nur das Signal weg haben. So. Weil jetzt müsst ihr euch kreuzen. Ah ja, guck mal, das klappt doch. So hätte ich es gern immer gehabt. So, jetzt muss man nämlich einmal von hier aufpassen, einmal von hier aufpassen. Und letztendlich auch von hier, weil der kommt ja hier wieder raus und darf dann hier frei fahren. Das haben wir in allen Richtungen das gemacht. Der kommt hier rein, fährt da wieder raus, geradeaus. Der kommt von da rein und fährt hier wieder raus. Das sollte eigentlich klappen, wenn ich jetzt hier sage, du sollst auf Gleis 4. Klappt es jetzt? Ja, so soll es sein. Ich glaube, das ist dann alles. Dann gucken wir uns das jetzt mal an und bauen uns ein schönes S-Bahnchen. Ja, jetzt kein Feuermelder, das ist auch Oscar. Das hat er sehr gut drauf. Könnte ich als Feuermelder verkäufen. S-Bahn Köln, stimmt ja nicht. Nehmen wir die direkt, oder was? Die klassische, komm. Wieso macht er das jetzt nicht? Also hinzufügen müsste ich. Ach, rein Ruhe, den nehmen wir doch. So, das sind jetzt für 136. Das sollte erstmal reichen. Und den setzen wir ein auf die S1. Ja, das haben wir nicht beackert, aber das machen wir jetzt. Oh, wie das schön summt. Deswegen, das müssen wir jetzt mal komplett mitnehmen. Muss mal eben das Fahrzeug verwalten, denn das darf hier auch Unterhalt bekommen. Das wollte ich noch machen. So. Hey, du Feuermelder. Hier brennt nichts. So, jetzt fährt er nach Rödingen-Zentrum, was wir noch umbenennen. Auch unsere schöne Autobahnbrücke. Und dann darunter her eine S-Bahn. Alles tutti frutti. Seht ihr, dadurch kommt der nämlich, obwohl der nicht zu sehen ist. Naja. Verliert an jeder Kreuzung Speed, auch das ist normal. Aber da müssen wir halt eine zweite hinsetzen. Da sitzt der Lokomotivführer. Nennt man das heute überhaupt noch so? Was sagen wir, wird er schon so langsam? Ah ja, der muss ja nochmal einen Gleiswechsel machen. Das war ja das neue Gleiswechsel. Das machst du aber schön. Nächster Halt, Solingen Hauptbahnhof. Noch Zentrum. Steht hier denn schon jemand? Nö. Dieses Bremsen auch finde ich cool. Türen auf, Türen zu. Da müsste man eher reinspringen. Passt nicht so ganz. Auf geht's. Retour zurück. Wir müssen natürlich Solingen jetzt auch noch mit einem Bus verbinden, damit die überhaupt zum Bahnhof kommen, denn wir sind ja da mehr oder weniger im Industriegebiet. Und er fährt aber mit 80 Sachen. Die anderen Kurven, die sind halt blöd. Also die Kurven sind alles gut.
kommt der Kollege. Kannst mal hoch. Geht das eigentlich? Nö. Warte auf freier Weg. Achso, weil er ja fährt da hinten. Ja, das ist der Nachteil. Man könnte natürlich noch ein zweites Gleis hier zwischenziehen. Weil ein drittes braucht man aber auch wieder einen Gleiswechsel. Ne? Aber die werden sich ja nicht immer gleich treffen. Ja, schaut, da ist irgendein Bug. Man sieht den dann kurzfristig nicht, aber fahren tut er ja trotzdem. Also aufgrund der Länge muss trotzdem eine zweite auf jeden Fall da rein. Das ist gar keine Frage. Aber wir wollen jetzt auch erstmal gucken, dass es klappt, wie es klappt. Denn der jetzt zum Beispiel blockiert er jetzt auch. Guck mal, es ist jetzt schon so ein Nadelöhr, ne? Drei Züge, zwei sind blockiert. Man kann natürlich unterirdisch irgendwie nochmal versuchen zu fahren und hier wieder rauszukommen. Eine Fähre, die Damen oder Damen Ferry. Wie auch immer. So, da stehen aber welche? Zwei Leute, die nach Solingen wollen. Immerhin, damit sich das jetzt hier mal rechnet. Und er fährt jetzt eben auf Gleis 4 ein. So, da sind die zwei auch eingestiegen und dann geht's zurück. Das gucken wir uns jetzt nicht mehr komplett an, sondern wir wollen nur gucken, dass er das richtige Gleis nimmt. Zack, der übernimmt das rechte Gleis und alles ist gut. Adios, Muchacho. Dann machen wir eben Pause und jetzt gucken wir uns dann Solingen an, dass wir da auch ein bisschen Verbindungen hinkriegen. Wir sehen, dass hier noch keiner den öffentlichen Verkehr nutzt, weil nicht im Einzugsgebiet. Was hier im Einzugsgebiet ist, Industrie. Das, was hier Verkehr ist, ist hier und da müssen wir auch dran arbeiten. Ich muss aber mal immer wieder auf die TikTok gucken. Ah, so 5 Minütchen haben wir noch. Dann machen wir mal eben hier Stadtverkehrsstraße, können wir direkt schon mal hier ausbauen und hier zwischenziehen. Ihr zwei macht heute einen Krach. Ja, ja. So. Jetzt die Frage nach dem Busbahnhof. Diese neuen schönen Haltestellen würde ich natürlich gerne mal einsetzen. Ich frage mich, ob wir hier so ein... Zu groß wird die Stadt ja nicht, ne? Brauchen wir auch nicht so ein Riesending. Ah, das ist Tram. Ich hätte einen neuen irgendwie. Road Station. Sowas da auch cool. Hab ich auch noch nicht gebaut. Lass uns das mal hier probieren, wo die Straße gerade sowieso neu ist. Das ist nur das Kleine. Ey, was ist das jetzt? Das ist aber auch Straßenbahn, ne? Ich hätte so ein paar Sachen noch mal reingeladen, aber das ist dasselbe wie das hier. Ja, das ist aber nicht so schön. Oh, das ist das Riesending. Aber das könnte man so als Endschleife, finde ich das hier cool. Irgendwie sieht das hier cool aus, oder? Wir bauen das jetzt mal. Zack. Ich weiß nicht, ob der das hier nochmal nutzt. Soll er aber eigentlich nicht. Dann haben wir nämlich hier so mal mittendrin. Und da ist eigentlich schon alles abgedeckt, was aktuell in Solingen überhaupt abgeht. Die ist nicht gerade geworden. Warum baut ihr die so schräg? Darf ja hier sein. Aber wenn, dann bitte nicht so schräg. So. Nun darf sich hier einiges entwickeln. Wir würden jetzt dann hier noch einen Busbahnhof natürlich brauchen. Der ist auch schräg, ne? Naja. Die würde ich ungern. Natürlich ist sie schön, aber wenn ich die wieder hierhin mache, machen wir uns hier einiges kaputt. Deswegen würde ich mich für die nicht entscheiden. Ich würde die klassische nehmen in dem Fall. Und die machen wir vielleicht hier 2, 2,
und 30 Meter. Wenn wir die jetzt gedreht kriegen und genau hier reinbämmen, dann ist das doch eine schöne Geschichte. Können wir links und rechts ein paar Bäumchen setzen. Die Leute kommen da drüber. Und dann haben wir doch hier direkt eine Linie, die wir machen können. Das heißt dann auch so den Hauptbahnhof, was wir ja sowieso hier hinten noch ändern müssen. Aber ich würde sagen, grundsätzlich, das mache ich ja sowieso eigentlich offline. So, und dann könnten wir nämlich eine Linie, die ja wie gesagt hier schon alles beinhaltet, was wir haben. Ich würde aber trotzdem nochmal sagen, dass wir hier nochmal so eine kleine Haltestelle hinsetzen. Und dann auch von den neuen, schönen. Hier nämlich. Dass sich da auch recht viel entwickelt. Und dann fahren wir nämlich hier runter und dann da rein. Mehr ist es schon gar nicht. Erstmal. Vielleicht wird die Stadt noch riesig groß. So, Hauptbahnhof. Station 1 in die Richtung. Hier Endstation, wieder in hierher. Ja. Und dann würde ich aber trotzdem noch mal einmal Wegpunkte setzen, weil ich mag das gar nicht, wenn die so unnötig da blöd abbiegen. Einmal hier und einmal hier ein Wegpunkt. Dann kann man die Linie, die wir noch nicht benannt haben, Linie verwalten. Genau, da müssen wir nach Mittelstraße den Wegpunkt nehmen. Und nach soligen Anbau den Wegpunkt nehmen. So, das hat er zweimal genommen. Das war natürlich nicht so. War wieder. So, jetzt fährt er besser. Übrigens, soligen Anbau ist gar nicht so schlecht. Da hinten ist es aber sehr waldig und es gibt wirklich soligen Wald. Deswegen würde ich das mal so nennen. Und das können wir übrigens Obens nennen. Oder noch schöner, wenn wir das. So, den Olems nennen. Ist doch schön, dann haben wir das alles benannt. So, dann brauchen wir aber jetzt noch ein Busdepot. Wo die Busse herkommen, ist ja keins in der Nähe, oder? Oder da oben wieder im Wald. Hab ich das wieder übersehen? Ach, da ist doch einer. Guck mal. Ist doch ganz nah. Very nice. So, Passagiertransport, den trainieren wir jetzt heute noch mit. Hier haben wir den ersten Solaris, der mir persönlich sehr schön gefällt. Den gibt es übrigens auch als Gelenk, aber ich würde für Solingen sagen, reicht das? Eigentlich müsste den Solingen so ein... Die haben ja so Elektrobusse, so O-Busse, ne? Eigentlich müsste ich mir so ein altes Möfgen hier mal anschauen. Saurer Tischer. Ah, der fährt wahrscheinlich zu langsam. Ihn hier würde ich jetzt da hinsetzen, oder ihn hier. Haben wir den schon irgendwo? Ich meine schon, ne? Ganz am Anfang. Ach nee, komm. Wir machen die schönen. Der schöne Solaris, ah, das ist der Volvo. Der schöne Solaris, der wird gekäuft. Dann wird dem gesagt, der Unterhalt wird gemacht. Hat er das auch für den jetzt übernommen? Ja. Und dann fährst du auf Linie 1, die noch keine Bezeichnung hat. Das mache ich, gucke ich mir gleich an. Und dann wäre der Solaris auch alterer Modell. Würde jetzt hier, guck mal, ein Solingen Hauptbahnhof, habt ihr noch gar nicht gesagt, oder macht er das, wo er jetzt hinfährt? Weil eigentlich fährt er ja Solingen Wald. Habt ihr ihm doch noch gar nichts gesagt? Heftig. So, da fährt er nämlich in dieses schöne, der übrigens hier auch noch, ne, wo, hier hat er eigentlich auch noch eine Haltemöglichkeit, oder nicht? Das ist ein anderer, den ich kenne. So, zack, wunderschön. Leute fahren noch nicht mit. Dann kicken wir uns das einmal noch an und dann haben wir heute wieder leicht überzogen, aber ich denke mal, es ist völlig in Ordnung. Und hier ist die neue Haltestelle, wo übrigens auch einer steht. Oder? Stand da nicht gerade einer? Schön sehen die aus. Und jetzt ab zum Hauptbahnhof und hier sieht man, dass die Straße schräg ist, wie ich vorhin meinte. Ja, er passt sich auch an. Hier steht aber zumindest einer. Und dann werden wir doch Solingen ein bisschen beleben. Vier Bahnhöfe, vier Bahnsteige. Ja, das passt schon. Sehr schön. Einer. Was ist denn, wenn ich die jetzt, lass mich mal kurz das Ding umbenennen in, was haben wir denn überhaupt schon an Bussen?
Noch immer mit den O-Bussen gearbeitet. O14, 15, 16, das wäre jetzt die O17, die ich übrigens nächsten Donnerstag zum ersten Mal habe. Wenn ich das jetzt nur O17 nenne, macht er dann immer noch Hauptbahnhof daraus. Ja, das hat er irgendwie, hat er das übernommen. O17. Ja, dann fahren wir mal als O17. Aber ich würde mir das hier vorne natürlich noch so umbenennen. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Also ich mache das offline und ihr seid dann beim nächsten Mal hoffentlich wieder mit dabei. Denn wir sind am Ende, Leute. Ich sage danke fürs Zuschauen. Dann sagen wir wirklich bis zum nächsten Mal. Und bis dahin bleibt gesund. Macht's gut. Ciao, ciao.